einfach ein Urwald. Ja, moinsen. Wir sind hier auf Teneriffa im Angana-Gebirge. Eigentlich wollte ich einen geheimen Strand suchen über einen Felsvorsprung. Aber wie ihr seht, regnet es hier seit einer Stunde oder so. Ich habe fast eine Stunde gewartet am anderen Startpunkt, ob es vielleicht aufhört. Aber gut. Dafür gibt es jetzt hier eine spontane Urwaldwanderung. Ich werde jetzt hier eine kleine Runde drehen. Wir starten hier an diesem roten Forsthaus. Da vorne ist halt noch eine Bushaltestelle. Schreibe ich alles unten in die Beschreibung. Ich glaube, es gibt hier eine schöne Treppenroute durch diesen Lorbeerwald. Und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Okay, was gibt's hier? Okay, wir gehen dann mal nach Tangana weiter. Ja, aber ich glaube, das ist genau die richtige Route für das Wetter. Ist hier halt richtig schön neblig. Wir sind halt quasi mitten in so einer Regenwolke gerade. Im Nordosten Teneriffas treffen die Passatwinde auf das Anaga-Gebirge. Die Wolken verfangen sich in den Bergen und sorgen für die feuchte Luft, die die Lorbeerbäume hier bis zu 30 Meter hoch werden lässt. Unterstreicht natürlich diesen verwunschenen Charakter. Alles bemoost. Schon ganz schön. Das ist auch einfach ein Urwald. Wir steigen jetzt immer weiter in die Schlucht hinab. Und man merkt auf jeden Fall, der Nebel sackt hier so ins Tal rein. Aber eine Aussicht haben wir immer noch nicht. So, jetzt hat sich der Nebel bzw. die Regenfront auch so ein bisschen verzogen. Jetzt kann man auch mal ein bisschen Waldblick zeigen. So. Nice. Ja, hier ist ja noch richtig was zu gucken. Oh, dann sind wir auch schon fast am Wasser. Das da unten dürfte Tangana sein. Tangana? Ich weiß, Tangana. Und jetzt gehen wir aber hier gleich wieder hoch und dann darum schließen wir wieder in unsere Runde an. Hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir sind jetzt die ganze Zeit im Wald. Ist ja auch mal schön, positiv überrascht zu werden. So, hier sind wir an der nächsten Kreuzung. Hier geht es weiter nach Tananaga. Wir gehen aber hier weiter, damit wir auch wieder zurück zum Auto kommen. Ach so, wer will, kann natürlich da vorne Richtung Tananaga abbiegen. Da gibt es zahlreiche Restaurants. Die Aussicht ist, glaube ich, ganz schön. Tanganana ist das größte Dorf im Anaga-Gebirge und ist bekannt dafür, den alten Charme Teneriffas zu bewahren. Hier findet sich unter anderem eine alte königliche Kirche, dessen Namen ich jetzt lieber nicht versuche auszusprechen. Man sieht richtig, wie die Wälder da die feuchte Luft da in den Bergen halten. Wir müssen natürlich immer noch die vorhin verlorenen Höhenmeter aufholen. Von daher geht es wahrscheinlich die meiste Zeit nur noch bergauf. Der Aufstieg ist hier sehr geröllig. Das muss man natürlich mögen. Und natürlich gerade, wenn das Wetter auch so ist wie jetzt. Also, dass die Sonne schön knallt, was ja auf Teneriffa meistens der Fall ist, gestaltet sich das natürlich auch ein bisschen anstrengender. Aber das sollte klar sein. Zur Einordnung, Teneriffa hat über 3000 Sonnenstunden pro Jahr. Deutschlands sonnenreichster Ort kommt gerade mal auf 1900. Ja, ich muss sagen, der Aufstieg ist doch ganz schön knackig. Wir sind jetzt hier, glaube ich, auf den letzten 2 Kilometern irgendwie 480 Meter angestiegen. Das schon. Was Gutes. Hab ich gar nicht mit gerechnet.
So, da vorne sehe ich auch schon das Auto. Das heißt, es ist Zeit für ein kleines Fazit. Also ich fand die Tour richtig geil. Waren jetzt so knapp 8 Kilometer. Habe ich 3 Stunden gebraucht. Eventuell ist man schneller, ohne Drohne fliegen und sowas. Weg sehr gut begehbar, aber man sollte halt trittsicher sein. Bei Sonnenschein unbedingt Hut oder irgendwas mitnehmen für die ausgesetzten Passagen. Der Rückweg ist ganz schön knackig, aber geht ja auch nicht für immer. Und wenn dir das gefallen hat und du noch Bock auf mehr Wandertouren hast, lass gerne ein Abo da, hau einen Daumen rein, um mich zu erfreuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.